Schweizer, erzähl es nochmal. Ich habe gemerkt, dass die ganz Kleinigkeiten des Alltags, die kleinsten Dinge, selbst Sachen, die man in die Hand nimmt, mit denen man arbeitet, das faltet sich auf einmal plötzlich auf und wird jedes einzelne Ding zu einer riesengroßen Geschichte. Es ist, als ob man in einen Brunnen reinsteigt und immer tiefer kommt und dadurch immer mehr erfasst, wie gewaltig jeder einzelne kleine Punkt ist, mit dem er sich Das beschäftigt. mit dem Brunnen, ich greife jetzt das einmal auf. Wenn du in den Brunnen schaust und du gehst diese Kette, du kriegst ja diesen klassischen Kreislauf deiner symbolischen Welt. Genau. Was ist in dem Brunnen drin? Wasser. Dann kannst du dich fragen, wo kommt das Wasser her? Das kann man jetzt sagen, in einem Brunnen ist eine Quelle. Wo hat die Quelle das Wasser her? Das ist ja das Que schon wieder. Que ist Ja. das Aufquellen. Dann Genau. brauchen wir Grundwasser. Da ist jetzt in dem Wort Grundwasser ist das eigentlich schon mit drin. Das Grundwasser kommt vom Wolken, die Wolken, wo kommen die Wolken her? Von dem Meer. Wo geht das Wasser hin letzten Endes? Das ist, du kannst da so rum und da so rum gehen. Aber was jetzt wichtig ist, ist also hier dieser Aufbau, wo du sagst, dass die symbolischen Bilder, Symbole, Symbolein ist, was zusammengeschmissen ist. Und ich mache jetzt einmal zwei Metaphern. Geschichten, die ich erzähle, die der normale Geist hört mit seinen Filtern. Die werden nicht verstanden. Die werden wirklich erst nach 15 bis 20 Jahren verstanden, auch wenn man meint, man hat es beim ersten Mal hören verstanden. Wenn ich die Sache mit dem kleinen Arschloch erkläre, dass du, wenn du wirklich dich beobachtest, wie du ständig an Kleinigkeiten rumnörgelst und dich unzufrieden machst, wenn du dich unzufrieden machst, ist dein blaues Ich, ist dein Ego. Wenn dieses Ego vervollkommnet wird, hast du keine Probleme mehr mit nichts. Du hast dann noch Probleme, du hast dann noch was Vorgelegtes, aber du siehst dann die Komplexität. Und damals hast du mal die Metapher, ich spreche es jetzt nur an mit dem Hologramm, dass jede Facette, die du aus einer Hologrammbrille rausnimmst, wenn du die wieder zu einem Ganzen machst, dieselbe, die größere Ordnung drin ist, nur kleiner und unscharf. Die Betonung liegt auf unscharf. Das ist das schöne Beispiel mit dem Gruppenbild. Und wenn du jetzt in Kleinigkeiten gehst, das ist zum Beispiel die Geschichten, die du sagst, da steckt doch schon die geistigen Schichten. Geistige Schichten sind ein Aufbau, ich nenne das die Oberwellen. Und das sieht man jetzt richtig schön in der Akustik. Ein Beispiel, wo ich zigfach gebracht habe, ich spreche es nochmal an und dann verknüpfen wir das. Wirklich habe die Demut, wenn es in dir auftaucht, soll dir das nochmal was sagen. Wenn du es wirklich verstanden hast, wird es in dir nicht mehr auftauchen. Das heißt, mir meine Grundwelle, meinetwegen 400 Hertz. Wenn du jetzt 400 Hertz hörst, das wäre jetzt ein reiner Sinus, ist ein Pfeifton, der läuft so vor sich hin mit einem Generator, jetzt einmal von Oszilloskop angeschaut, hast du diese Grundwelle, dieser relativ hohe Pegel. Jetzt ist es aber interessant, dass du sofort hörst, ob das eine Flöte ist, ob es eine Violine ist oder ob es ein Klavier ist. Ich sage, selbst wenn ich jetzt das versuche, mit meinen Sprechwerkzeugen ausgedachterweise von dem Dreck Trockennasen auf nachzubilden, hörst du bei der Flöte beim Klavier merkst du, das sind andere Oberwellen dabei. Das macht dieses Geräusch. Das heißt, diese Oberwellen, du hast diese Grundwelle, den Grundsinus und diese Oberwellenlänge wird praktisch der Grundsinus zur Nulllinie und da liegen diese kleinen Wellen drauf. Und um die sichtbar zu machen, musst du das Oszilloskop, die Zeitbasis anders einstellen und den Pegel anders einstellen. Müssen wir jetzt wissen, wie Oszilloskop funktioniert. Und die Amplitude aufdrehen, dann siehst du die Grundwellen und du wirst feststellen, auf dieser Oberwelle, die ist wieder eine Grundwelle von noch feineren Oberwellen. Und jetzt pass auf, das muss man jetzt das verstanden haben und jetzt mache ich ganz einfach, das klingelt dein Telefon. Schon eine verkehrte Aussage, du hörst klingeln. Du reagierst auf dieses Klingeln, hunderte Mal habe ich das erzählt, du reagierst auf dieses Klingeln mit dem Gedanken ans Telefon. Jetzt kommen ständige Informationswechsel, bis du das Telefon in der Hand hast, weil du musst ja den Gedanken an das Telefon erst einmal kurz materialisieren, technisch, empirisch in die Hand nehmen für einen kleinen Moment anschauen und jetzt drückst du auf den Kopf und hältst dir das an das Ohr. Und jetzt hörst du, hallo, ich bin's. Und es ist interessant, du denkst jetzt sofort an einen ganz bestimmten Menschen. Und du betrachtest jetzt dieses Hallo, ich bin's. Sagst du mal, das Telefon ist eine Grundwelle. Der Klang des Telefonshörers ist eine Grundwelle. Und wir sagen, diese Frequenz wäre jetzt nur dieses Wort Hallo, ich bin's.
Das ist wie die Gerade, die 400 hat. Und jetzt denkst du sofort an Bezi oder du denkst an Martin oder wer dich halt gerade anruft oder der Holger, obwohl der doch, der Hörer hat ja nur, du hattest ja nur Hallo, ich bin's. Der Unterschied, der Klangcharakter der Stimme ist die Oberwelle, wo du sagst, das ist eine Flöte, das ist eine Violine, das ist ein Klavier. Ja, weiß, was du meinst. Dass du jetzt merkst, dass die Physik was ganz was anders ausdrückt, wie was hier oberflächlich, wenn du Physik studierst, dann hast du deine Frequenzen und all das ganze Zeug, aber was dir das sagen soll, dass die Geschichte, die geistigen Schichten im Hintergrund, da werden zwar Schichten erzählt, die man sich frequenztechnisch vorstellt, und so ist es mit jedem kleinen Moment, der in dir auftaucht, ist ein unendlicher Komplex. Das ist dieses Beispiel, wo ich sage, du kannst aus jedem gedachten Wort, je nachdem, wie du das auslegst, hunderte, tausende von Vorstellungen machen. Mit einem strengen göttlichen Prinzip, das ist die Vordersprache. Dein jetziges Programm macht in der Regel bloß das da mal als allererstes eine Vorstellung. Das ist mein altes Beispiel mit dem Wort Krebs. Und da kannst du zumindest schon einige mehrere herausgenerieren. Und ich sage, du bringst da hunderte von Zeitenbuch zusammen, wenn du das mit der Vordersprache angehst. Und dann verknüpft sich das Ganze, das eine mit dem anderen. Und aus jedem Bild, das in dir auftaucht, das nur ein Bild ist, kannst du wieder hunderte, tausende von Worten machen. Genau. Und du landest immer wieder von dem einen im Unendlichen. So ist es. Was ich dir auch immer damit sagen will. Physik ist genauso eine Religion, die ist genauso richtig, die ist präziser, weil sie in der Regel arithmetisch aufbaut. Und all dieses Gekämpfe um Einseitigkeiten, du wirst dich davon lösen. Weil du merkst, es sind wirklich nur vergängliche Erscheinungen. Alles Existierende, die letzten Selbstgespräche, ist vergänglich. Es ist nicht für die Ewigkeit erschaffen. Erschaffen für die Ewigkeit bist bloß du. Du, mit dir meine ich jetzt natürlich nicht diese Ritter, Ja, das sondern. ist klar. Das ist natürlich interessant, Arisa, die berechnete Intellekt, der den Wachraum erzeugt. Das ist einmal das Erste, aber da steckt ja auch der Richter mit drin. Und Rich, der Name Richter, ist Rich, ist das erste Mal hier, ist eine Unterform von Ruch und Rich heißt in jedem Wörterbuch Geruch. Und das Ruch immer dran denken, das ist zum einen einmal der Geist, aber das ist auch der Wind. Ich verweise auf mein Johannesevangelium, der Wind weht, keiner weiß, wo er herkommt und wo er hingeht. Da musst du den Geist setzen. Jetzt ist aber dieses Ruch auch die vier Weltgegenden. Wo kommt es in diesen vier Weltgegenden, in diesen vier Spiegeln her, aus der Mitte? Und wo geht es wieder hin? In die Mitte. In diesen Mittelpunkt, in diesem Punkt, wo man gemeinsam ist mit dem absoluten implodierten Nichts. Das nennen wir immer, was immer ist, im Meer. Ich schreibe da übrigens gleich ein kleines Update dazu. Das setzen wir dann gleich an das Gespräch mit dran. Oder davor. In die Mitte. Ist alles gleich, genau. Oder in die Mitte. Und das ist natürlich, man hat dazu eine Freiheit in sich, wenn man das erahnt und umso mehr man das versteht, hat man so eine Freiheit mit sich. Und das ist halt die Eigenart, dass Liebe ist eigentlich nur ein anderes Wort für Schenken. Ja, richtig. Sag als Brösel, Udo, ich besitze wirklich nichts. Und das, was ich im Überfluss habe, ist Liebe und Weisheit. Und da habe ich so viel, dass ich das verschenken kann. Und man sagt, wenn du Liebe und Weisheit verschenkst, wird deine eigene immer mehr. Das Ja. ist auch so eine komische, eigenartige Spiegelung, dass das genau das Gegenteil passiert, was der Materialismus dir wieder vorschreibt. Ja, Wenn ich was genau. hergebe, dann bin ich weniger. Ja. Und du wirst feststellen, es wächst in dir ohne Ende ins Unendliche. Wird immer mehr, immer mehr. Infinitus, unendlich. Und das Unendliche wird dann wieder das eine. Wir spielen aber, dann muss es zum Leben, du musst es zum Leben anfangen. Und jetzt ist natürlich wichtig, sobald ich das sage, schau ganz tief in dich rein, wenn du das zum Leben anfängst. Ist ein Hauch von Kaufmannsdenken in dir drin? Ja, das Ist ist klar. ein Hauch von Gefühl in dir drin, dass du dann dich besser machen willst? Es geht nicht darum, dass du dich besser machst, wie du jetzt zu sein glaubst, sondern dass du dich zu nichts machst. Weil erst wenn du nichts bist, bist du alles. Die Kleinsten werden die Größten sein. Und das absolut, absolut Kleinste ist nichts und das absolut Größte ist alles. Das ist Allah. Das ist Allah.
gleichzeitig. Implosion und Explosion. Das ist eigentlich nur Plus und Minus. Plus und Minus gleichzeitig. Ja. Da beginnt die wirkliche geistreiche Physik. Das sind jetzt so Sätze, wenn jetzt einer zuhört, ich denke mir jetzt wieder einen normalen Menschen aus, der nie was von Holofeeling gehört hat. Ein Geist, der mit einem normalen, gebildeten, intellektuellen Programm arbeitet, der jetzt das, was ich erklärt habe, diesen Gedankengang mitgegangen ist. Da dürfte eigentlich nichts in ihm drin sein, was er jetzt in irgendeiner Form verneinen könnte. Du wirst feststellen, das ist die Erfahrung, die du magst, dass es durchrauscht, weil die Tiefe und ich sage mal das Wertvolle an dem, was ich mitteile, das Wertvollste, was es überhaupt gibt, das größte Geschenk, das dir das Leben überhaupt bieten kann. Diese Erkenntnis. Und jetzt verweise ich wieder hier auf das Buch der Weisheit in den apokryphen Schriften, dass du, das ist glaube ich in Du bist ich, ist da eine kleine Aussicht drin, 1:1 mit Kommentar, wo es dann heißt, ich wurde zuerst einmal wie jeder Trockennasenaffe, wie jeder Mensch durch eine Frau in die Welt gesetzt, jetzt muss man nicht symbolisch durch eine Logik, eine Arscha, in die Welt gesetzt und dann kommt dieses klassische Spiel des Großwerdens und dann kriegt der Typ irgendwann einmal, der Schreiber, den wir uns bewusst ausdenken, die Weisheit. Und dann erklärt er, was die Weisheit ist. Er sagt, das ist das Wertvollste, was es überhaupt gibt, wenn man die wirklich verstanden hat. Es wiegt mehr wie alles Gold der Welt und du würdest das gegen nichts eintauschen. Wenn du extrem krank bist, würdest du das nicht gegen die Gesundheit eintauschen. Jetzt kommen wir Sachen, Beispiele, ich tausche doch nicht die eine Seite gegen die andere ein. Ich bleibe doch einseitig, wie ich das immer nenne. Meinst du, dass du verstehst, wer du bist, wenn du von einem kranken Menschen zu einem gesunden Menschen wirst, wenn du von einem armen Menschen zu einem reichen Menschen wirst, wenn du von einem unglücklichen Menschen zu einem glücklichen Menschen wirst? Du lebst nach wie vor in einer Einseitigkeit. Wenn du betest, dass du, wenn du stirbst, in den Himmel kommst, dass du nicht in die Hölle kommst, meinst du, der ausgedachte Himmel ist die Vollkommenheit? Das ist das Gegenteil der Hölle. Die Vollkommenheit ist die Mitte, das bist du all, das bist du schon immer und du warst es schon immer. Aber um etwas zu erleben, um Facetten von sich selbst zu erleben, muss man sich selber urteilen. Genau. Das sind deine eigenen Divisionen. Die Öffnung eines Intellekts erzeugt die Visionen. Und eine Vision ist ein Traum. Bewusst Schizophren sein, das ist diese Schizophrenie, das gespaltene Bewusstsein erzeugt immer das hier. Das ist die Schizophrenie. Genau. Ich glaube, in der Schattenfrau 3 am Ende heißt es, das Leben beginnt mit der Schizophrenie Gottes. Ja. Die Schizophrenie des Nichts. Weil dieses absolute Nichts war zu Nichts und Alles, ausgedachterweise. Mhm. Wobei ein ausgedachtes Nichts und ein ausgedachtes Alles ist schon was Ausgedachtes. Naja, man muss noch weiter zurückgehen. Es ist die Schizophrenie Gottes, Beginn des Lebens. Mhm. Das heißt, Gott wird schizophren in dem Moment, wo er den Adam erschafft, sich selbst als Adam erschafft. Dadurch wird er schizophren. Genau, richtig. Aber jetzt beginnt das eigentliche Erleben. Ja. Und darum spielt man das alleine. Da nützt dir Sekte nichts, da nützt dir gar nichts. Da nützt dir keine Technik, was ich sage, vergiss es. Das sind so viele Weisheiten, die heruntergepredigt werden, wenn ich jetzt spontan fällt, mal früher mal wieder, wenn ich mir nehme jetzt einmal den Osho, den Bhagwan. Ich sage, ich kann immer nur empfehlen, lies die Bücher von Bhagwan oder von vielen anderen, Yogananda oder wie sie alle heißen. Du musst dir jetzt erst einmal bewusst machen, es sind Gedanken. Und in dem Moment, wo du die Gedanken denkst, kannst du wieder trennen, denke ich die jetzt, weil ich ein Buch lese. Du denkst dir die Gedanken, wenn du ein Buch liest. Aber da haben wir schon das Problem, du hast Schriftzeichen vor dir, wo du Vorstellungen mit deinem jetzigen Intellekt herausgenerierst. Du erzeugst Vorstellungen in dir. Und ich kann dich jetzt fragen, wo kommt das Buch her, das du liest, wenn du träumst. Das kommt aus dir selber. Mhm. Jetzt haben wir also, jetzt hast du mal eine Schrift und du machst jetzt mit deinem momentanen Intellekt, machst du aus den Schriftzeichen Vorstellungen. Wir sagen jetzt mal im Klassischen, wie du es gewöhnt bist, du hast Osho gelesen, Bhagwan, Yogananda gelesen oder wie sie alle heißen und dann kommst du wieder so, du verlässt dadurch dein raumzeitliches Denken nicht. Mhm. Aber wenn ich es jetzt absolut sehe, heißt es definitiv, dass ob du das jetzt momentan liest, jetzt im Moment, oder ob du das jetzt ausgedachterweise in die Vergangenheit einmal gelesen hast, dann hast du es ja auch jetzt gelesen und du hast das Wissen in dir. Ja, das Wissen ist auch in dir, wenn du das Buch noch nicht gelesen hast.
Genau. Aber diese einseitige Auslegung kriegst du Vorstellungswelten und da muss dir klar sein, alles, was du jetzt über einen Yogananda oder über einen Osho weißt, wenn du die gelesen haben solltest, du denkst dir die jetzt aus, genauso wie du dir, wenn du an das Buch liest, ein Rumpelstilzchen und ein Schneewittchen ausdenkst. Ja, Und genauso denkst du dir einen Einstein aus oder einen Heisenberg aus. Das sind so Sachen, das steht alles schon in Ich bin da drin. Wo ist eigentlich der Unterschied? Ich kenne Superman aus Büchern, ich kenne Rumpelstilzchen aus Büchern, ich kenne Einstein aus Büchern, den Hitler aus Büchern und Filme natürlich, die ja auch wieder auf den Büchern aufbauen. Da ist kein Unterschied. Der Unterschied entsteht durch dein Wertesystem, durch deine Filter. Und alles, was du jetzt denkst, was diese weißen Menschen zum Beispiel oder die bösen Menschen getan haben, erschaffst doch du. Nicht die, weil du erschaffst jetzt erst einmal sie und du sprichst ihnen dann diese Charaktere zu. Aber warum es mir jetzt wichtig ist, dass ich jetzt Bezug auf Yogananda und Bhagwan Osho, dass ich sage, ich empfehle, lies die Bücher. Das ist jetzt eine Seite. Aber lass die Finger davon, wenn sie anfangen mit irgendwelchen Meditationstechniken, die dich weiterbringen. Die Erklärungen sind fantastisch. Jetzt musst du aber wissen, dass das auch wieder nur Schüler sind von Meistern. Dass ich so oft darauf hingewiesen habe, die Osho-Bücher sind teilweise so extrem geistreich und tief. Ich verweise immer wieder als Großer, ist ja, Osho ist ja eigentlich nur Philosoph, das sind nur sehr belesene Philosophen. Das ist einmal das Erste. Und das sind Märchengeschichten, die du hörst. Die Geschichte, wo ich oft gesagt habe, hier über Jesus. Wo Osho in einem Buch über Jesus sagt, wo er erkennt, Jesus ist tausendmal mehr wie Buddha. Wo er ja aus der asiatischen Lehre kommt. Es ist übrigens dann auch chronologisch zu sehen, weil Buddha in den jetzt von uns ausgedachten, aufgrund von Büchern ausgedachten Vergangenheit ja, Laozi und Buddha 400 Jahre vor Jesus war. In jeder Inkarnation, wenn du wiederkommst als Geist jetzt, musst du ja irgendwas lernen. Darum ist ja diese große Erkenntnis des Jesus, wahrlich, ich sage durch, ehe Abraham war, war ich. Meinst du, dass irgendein Theologe, irgendein Pfarrer, den du dir jetzt das ausdenkst, dass der verstanden hat, was das wirklich bedeutet? Das bedeutet das, was ich dir mit Holofeeling erkläre. Genau. Abgesehen davon, die können ja bloß das verstanden haben, was du in die Köpfe dieser ausgedachten Menschen hineindenkst. Wenn du dir jetzt einmal nichts hineindenkst, sondern du schaust einfach, was aus denen herauskommt, was letzten Endes ja aus dir herauskommt, wenn du träumst, dann wirst du feststellen, die wissen doch nichts davon. Wahrlich, ich sage dir, sagt dieser Jesus in der Geschichte, ehe Abraham, der ja als Erzvater des ganzen jüdischen Volkes gilt, plus auch übrigens der Moslems, das baut ja alles auf den Stamm Abraham ab. Da geht ja erst die Brüder der Ishmael, wird dann zu den Moslems. Er war ein wilder Mann, wo Bruder gegen Bruder kämpfen, heißt es da. Und auf jeden Fall, wahrlich, ich sage dir, euch, ehe Abraham war, war ich. Das ist genau das, wenn ich mir keinen Abraham ausdenke, gibt es den doch gar nicht. Das steht da natürlich nicht drin. Wenn ich jetzt sage, wahrlich, ich sage dir, ehe ein Jesus war oder ein Buddha war, oder du, der du jetzt zu sein glaubst, war, bin ich. Weil nichts und niemands Existierenden gibt es in meinem roten Kopf, wenn ich ihn mir nicht ausdenke. Was mir jetzt darum geht, ist, dass du irgendwann einmal akzeptierst, dass du ich bist. Darum beginnen diese Schriften von Holofeeling mit Ich bin du. Und dass wir natürlich jetzt mit diesem Ich nicht irgendeinen Gedanken meinen, weder den Brösel Udo noch den Brösel Ritter noch der Genau. Brösel vom Computer sitzt und sich dieses Video anhört. Richtig. Das Genau. ist der erste Knackpunkt, der sitzen muss. Das ist, ich sage es immer wieder, der absolut große Unterschied zu allen ausgedachten raumzeitlichen Lehren. Und dann habe ich diese unendliche arithmetische Präzision im Hintergrund. Dass wir eben alle Glaubenslehren vereinigen. Und alles, was überhaupt auftaucht, sind Puzzlestücke von dem Heiligen Ganzen. Und es wird, wenn man wirklich einmal dieses Wesentliche verstanden hat, es geht nicht um diese Kompliziertheit, ob dieses Wörter aufrecht. Und das ist ja Bonbon, das musst du ja selber, du bist ja auch über 20 Jahre jetzt dabei, am Ja. Ball, absolut hergesehen. Und da braucht man den Udo. Wie lange hast du jetzt den Udo, wenn wir jetzt ganz normal reden, wie lange hast du den Udo noch mal gesehen? Über lange, lange Strecken oft. Lange Zeit, lange Jahre. Du Aber weißt es selbst. trotzdem, es hat dich nicht losgelassen. Keinen Tag. Ich bin immer dabei gewesen. Also, wenn er nur anbeißt, wenn er nur, ich bin der Ja. Menschenfischer, wenn er nur anbeißt, ich gebe den immer wieder Leine. Weil es ist Ja.
eine dogmatische, Holofeeling ist ja genau das Gegenteil von dogmatischen Lehren. Es ist absolut undogmatisch. Auch übrigens dran denken, dogmatisch und undogmatisch ist auch wieder. Aber wir müssen jetzt erst einmal das Gegenteil erschaffen, um dann in die Mitte zu kommen. Von einer Seite kommst du nicht in die Mitte, du kippst erst immer auf die andere Seite. Genau. Das ist ungefähr so, wie wenn ich jetzt hier meinetwegen sage, ich nehme eine Lampe oder einen Schalter. Und dann habe ich ja dieses, wo ich schon ein paar Mal darauf hingewiesen habe, Schrödingers Katze. Die lebt oder sie ist tot. Solange du nicht in die Kiste reinschaust. Ja. Pass auf, jetzt ist es so, dass man jetzt immer wieder als chronologischer Mensch, der einseitig ist, sagt, ja, die Lampe kann ja entweder bloß brennen oder sie kann aus sein. Jetzt kommen dann wieder welche, die sich besonders scheiden, ja, ich kann die ja dimmen, dass sie bloß halb brennt. Ich sage, wenn sie halb hell ist, brennt sie immer noch. Und dann habe ich doch gesagt, mit dem Schalter ist das Problem, dass wir zwei Perspektiven haben. Kreis und Dreieck, sage ich jetzt, wenn ich jetzt den klassischen Schalter nehme, dass du den Schalter, wenn du den jetzt ganz bewusst flächig denken, dass der Schalter entweder offen ist oder er ist geschlossen. Mhm. Aber der Witz ist, dass wenn ich jetzt das von oben sehe und ich habe eine Fotografie, ist er doch jetzt geschlossen. Das genau. Wäre meinetwegen, ich könnte jetzt sagen, das ist der Kreis und das ist das Dreieck. Das ist Schrödingers Katze. Katze mit Kopf vorne geschrieben, Kopf ZT, eine affine Geburt einer Wahrnehmung. Die affine Geburt einer Wahrnehmung heißt eigentlich Endpunkt. Genau. Entweder heißt END mit einem Elef geschrieben, heißt, ich werde auf- und abschwingen. Ja. Ich werde die Perspektive verändern. Genau. Jede Kleinigkeit ist Physik mit Holofeeling. Mhm. Aber was mir wichtig ist, solange du noch sagst, ja, der Schalter kann ja offen und geschlossen sein, selbst wenn du dir den in einen Würfel jetzt reinlenkst, oder der Witz ist, dass die Sachen, die Lampe, die brennt oder nicht brennt, das ist entweder bist du ein Christus-Lamm oder du bist keins. Und erst wenn du in die Kiste reinschaust und du sagst, die brennt oder die brennt nicht, bist du schon wieder in der Einseitigkeit. Es kann ja nicht beides gleichzeitig sein. Ich sage, das ist richtig, entweder ist beides gleichzeitig oder es ist beides gar nicht. Das heißt, ich schaue in die Kiste nicht rein, dann weiß ich nicht, was in der Kiste drin ist. Ja. Und wenn ich jetzt in die Kiste reinschaue und das ist eine Lampe, ich verweise nochmal auf das englische Wort Lamp, wir tauschen nur das B, wir spiegeln eigentlich, wir stellen das B auf den Kopf. Genau. Lamp wird zur Lampe. Ich nenne das ja gerne Geistesfunken. Ja. Ja. Und sobald du dich als Geistesfunken denkst, ist das schon einmal der Geistesfunken. Das heißt, wir haben jetzt eine Kiste, wo wir nicht wissen, was drin ist. Das ist eigentlich der Geistesfunken rot geschrieben. Und sobald du in die Kiste reinschaust, siehst du entweder, dass sie brennt oder nicht brennt, das ist verkehrt. Mhm. Weil in der Kiste ist ja beide Zustände, je nachdem, gleichzeitig da. Genau. Schon in der Welt der 16 Perspektiven. Ja. Das ist Präzision. Ja. Und wenn du das einmal die Grundregeln verstanden hast, dass du die Reife dazu hast, dass du kein kleingeistiger Hosenscheißer mehr bist, weil es raubt dir unendlich viel Energie, sobald du wieder mit Angst oder Ärger auf irgendwas reagierst. Mhm. Dann sind ja die Filter noch eingeschaltet. Das heißt, es muss sich zuerst einmal, darum ist mir so wichtig, es musst du zuerst einmal in einen Zustand kommen, dass du vor nichts mehr Angst hast. Angst nimmt dir unendlich Energie. Das ist wie wenn du die Handbremse voll anziehst und fährst mit am Auto. Mhm. Und genauso ist es mit Ärger. Das heißt, in dem Moment, wo du Angst und Ärger eliminierst, weil du die Sinnlosigkeit erkannt hast, nicht bekämpfen, im Himmels Willen nichts bekämpfen, sondern erkennen, wie sinnlos ist es eigentlich, wenn ich jetzt vor was Angst habe, was morgen, übermorgen passieren könnte. Wenn du wüsstest, was ich für schlaflose Nächte habe, ich kriege ja bloß 126 Euro Rente jetzt. Ja gut, sagen dann die Leute, du hast ja deine Marion. Oh. Ja, was ist, wenn die stirbt? Was mache ich dann, wenn der was passiert? Nee. Das ist das normale Denken. Ja, ja. Oder du hast ja deine Freunde. Das sind alle Sackgassen am Ende. Das sind übrigens auch immer zwei Seiten, wenn man sagt hier, das sind alles Sackgassen. Das ist alles, du meinst, du ernährst dich von irgendwas, was du dir ausdenkst. Ja. Also das, was du dir ausdenkst, entsteht aus dir, weil in dir eine unendliche Fülle ist, die zu einem Überfluss wird. Man nennt es ja die Überflussgesellschaft. Ich mache es jetzt einfach bloß so. Oh, ja. Alles, was longitudinal ist. Mhm. Die komplett
die einfachsten Metaphern nicht verstehe. Da ist eine Blockade ohne Ende. Du weißt, ich fange nicht, ich spreche es wirklich nur an. Wie oft erzähle ich jetzt in unserem Alter, wir gehen jetzt zurück in die 70er Jahre, Mitte die 70er Jahre, wo deine Diskothekenzeit war. Wie oft habe ich das angesprochen hier? Das ist, wenn du jetzt an Situationen zurückblätterst in dein Lebensbuch, es ist die Welt gewesen wie jetzt. Du hattest überhaupt nicht das Gefühl, dass die in irgendeiner Form primitiver, unterentwickelter war wie jetzt. Mhm. Stimmt oder stimmt? Man ist in die Disco, man ist mit dem Auto weggefahren, man hat Fernsehen geschaut. Genau. Plus, es hat keine DVDs gegeben. Es hat keine Computer gegeben in der normalen Welt. Mhm. Handy sowieso nicht. Ja, im normalen Leben. Es war die komplett normale Welt. Normal, ja. Das, was du nicht kennst, vermisst du nicht. Das ist das Beispiel mit der Droge. Ja. Und jetzt, was all dieses Geschwätz, was wichtig ist, ist sowas für unwichtig. Das hat sich in einem unendlichen Irrsinn, in einem Wahn aufgestellt. Der ganze Kapitalismus, dieses Konsumieren. Da kann ich so viele Beispiele bringen. Das Hauptproblem jetzt zum Beispiel, wenn du jetzt wieder hörst, mit was jetzt alles Konkurs geht hier mit der Corona-Krise. Da kommt eine Riesenflut. Das Erste, was dir klar sein muss, immer, wenn eine kein Geld verdienen, müssen irgendwelche sein, die keins ausgeben müssen. Richtig. Das heißt, diese ganzen Konkurse, die ganzen Firmen, die ganzen Neiben, alle denen jetzt unendlich Einnahmen fällen, heißt letzten Endes, dass die große Masse, die das vorher ausgegeben haben, reicher bleiben. Ja, ist genau die andere Seite. Das Geld, das sie nicht aufgeben, behalten sie ja. Was jetzt viel krasser ist, wo mich wundert, dass ich irgendwann mal eine Frage gestellt habe, jetzt das Deutschland ist, diese Hunderte von Milliarden, die jetzt neue Kredite aufgenommen werden, auch Europa, um die Bürger zu stützen, dass sich irgendeiner fragt, erst einmal, was ist eigentlich Geld, wo nehmen die eigentlich das Geld auf, wo kommt das Geld her, das man mit Zinsen zurückzahlen muss? Was ist das eigentlich, dieses Geld, das man mit Zinsen zurückbezahlen muss? Ein Versklavungssystem, und wer hat es erschaffen? Du. Der sich's ausdenkt. Schuld ist zuerst einmal der sich's ausdenkt. Dann kann ich sagen, okay, nein, der ist nicht. Ist, jetzt kann man wieder diese Kette mit man ein Kugelschreiber, eine Feder, ein Bleistift, schreibt ein Gedicht. Und jetzt pass auf, der schreibt es ja. Jein. Wir haben immer eine geistige Ebene und eine rein mechanische Ebene. Ja. Mechanimus heißt, ein Gehirn, ich ist ein reines Müssen. So wie ein Computerprogramm einfach das Programm ablaufen lässt. Ja. Und nur die Daten hat, die ihm auf dem Computer drauf sind. Ja. Jetzt ist es so, der schreibt ein Gedicht und es ist voller Rechtschreibfehler. Und jetzt ist einer da und er scheißt jetzt diesen Schreibstift an, den KGL-Wellenschreiber, den Gedankenwellenschreiber, ich nenne das ja immer den Einfallspinsel, der träumende Geist ist ja nur eine Metapher für den Einfallspinsel. Ja, ja. Der schreibt ein Gedicht und es ist voller Fehler. Macht es einen Sinn, den Kugelschreiber anzuscheißen, weil er so viele Fehler reingemacht hat? Macht es einen Sinn, einen träumenden Geist anzuscheißen, weil er Scheiße träumt? Du musst die wirkliche Quelle suchen. Ja, genau. Und dann wirst du fest, Schuld ist nicht der träumende Geist, sondern der Intellekt, den er zum Denken benutzt, der Schwamminhalt, den er sich ja nicht raussuchen konnte. Das ist das, was ich dir mit Holofeeling lehre. Genau. Und in dem letzten Selbstgespräch habe ich gesagt, und das ist eigentlich, das solltest du tausende Male wiederholen. Wie geistlos, wie dumm, wie irrsinnig bin ich eigentlich, wenn ich jetzt ganz bewusst der Zeitung lese und ich mache mir bewusst, was jetzt da ist. Einfach nur ein Fetzen Papier, vollkommen ungefährlich, mit ein paar Schriftzeichen drauf. Ja. Ich mache jetzt aus den Schriftzeichen eine Vorstellung und ich rege mich gnadenlos über das auf, was ich jetzt selber aus diesem Papier, aus diesen Schriftzeichen mache. Ja. Ich bin voller Angst, voller Hass. Ich habe dir so eben einen ganz normalen, von uns ausgedachten Menschen beschrieben. Ohne ihn das vorzuwerfen, weil ich denke mir den ja so aus. Mhm. Er kann nichts dafür. Mir geht es aber nicht um die Gedanken, sondern mir geht es um den, der sich's ausdenkt. Ja, stimmt, ja. Und jetzt bringen wir mal irgendjemanden, denen das bewusst ist. Und selbst wenn ich das jetzt erkläre, wie oft du das trotzdem noch machst. Ja. Jetzt, solange du ein normaler Mensch bist, du weißt, zähle ich sie die Verrückten. Ja. Du musst dich verrücken aus deiner Norm heraus. Du musst zwangsläufig nicht mehr normal werden wollen. Was aber zwangsläufig dann nur wieder wechseln in eine andere Form von Normalität ist. Mhm.
Und wenn du dieses Spiel, jegliche Form von einseitiger Normierung verlassen hast, dann bist du ein außergewöhnlicher Mensch. Du lebst dann außerhalb dieser Gewohnheiten, dieser zwanghaften Gewohnheiten. Das sind die kleinen Morden, wo ich sage. Ja. Lass die Kleinigkeiten los. Was der Brösel, du, der, dessen Rolle du spielst, spielt dabei überhaupt keine Rolle. Das muss man verstehen. Du musst der werden, der es vollkommen wehrfrei beobachtet und einfach nur beobachtet, was man sich mit diesen Marotten einhandelt, ohne dass man das wertet. Das ist der Weg in die Freiheit. Genau. Erklärt was gut sein. Ja. Dankeschön. Hi. Dankeschön. Tschüss. Tschüss, Udo.